Kulturzentrum am Schlosspark in Buseck. Zum Jahresausklang ein Rock'n'Roll-Feuerwerk der Extraklasse. Auf der Bühne die heimische Band Schmiedloff. Davor 650 Gäste in bester Feierlaune. Das Frontduo der Schmiedloff-Tribute-Formation namens Patron Gerhard Schmied aus Oppenroth und seine streitbare Flirtpartnerin Jasmin Ferreira Caretas, kurz JFC. Ungefähr 7 Jahre her, da kam schon die Zeit, wo ich ein wenig zugenommen hatte und mich in einer meiner Bands einer mal Schmiedloff nannte. Und ich dachte, oh, es wäre eigentlich eine geile Idee. Aber bis das alles da mal gereift ist und man hat die richtigen Leute und Leutinnen beisammen und die Band, hat es doch eine Zeit lang gedauert. Aber das war im Prinzip der Ursprung. Im Prinzip kam ich dazu durch einen gemeinsamen Bekannten von uns. Der hat mich gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und dann habe ich mal vorgesungen im Proberaum. Mehr schlecht als recht. Aber irgendwie hat es gefunkt, also zwischen uns, also musikalisch sozusagen. Original, also das Meatloaf selber, den haben wir uns ein paar Mal live angeguckt und da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt und in der heutigen Zeit ist es ja ganz toll mit YouTube, da kann man ja auch immer mal gucken, was der große Meister selber macht und einige Ideen kommen natürlich auch von uns. Wir spielen nicht die Lieder einfach nur runter, sondern wir machen eine Show dazu, wir ziehen uns mehrfach um. Und ich denke, das unterscheidet uns von so manch anderer Band, dass halt einfach eine Show-Einlage auch dabei ist. Und was man noch sagen muss, uns lag halt auch daran, dass wir so eine runde Sache machen, so eine Show, dass es irgendwo einen roten Faden gibt, der da durchgeht. Und dass die Leute halt, die hierher kommen, jetzt sagen, oh, die haben ganz gut gespielt. Die sagen, ach, es war ein schöner Abend, da gehe ich doch mal hin. Ja. Auch viele, die eigentlich mit Meatloaf überhaupt nichts anfangen konnten bislang. Dankeschön.